Wunderbar. Ich könnte jetzt noch tausend andere Fragen hinterher schieben. Auch eigentlich. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht. Ja, schön ist das. Das Publikum ist das Wichtigste bei uns, okay, bei Interaktiven, deswegen ja, ein Anrufer, hallo? Ja, hallo? Ja, wer ist denn da? Hi, ich bin die Sandra aus Amberg. Ich bin voll happy, dass ich durchgekommen bin. Ja, ja, auch. Sandra aus Amberg. Ja, ich bin schon seit knapp 10 Jahren Fan von euch, glaube ich. Ja, 10 Jahre ungefähr. Danke. Ihr in Amberg mal auf dem Straßenkonzert wart. Fand ich super und ich wollte euch mal fragen, also besonders in der Zeit 95, 96 auf den Tourneen, habt ihr immer so geile Lieder gespielt, die aber nie auf Platte gekommen sind, wie zum Beispiel von dir, Patricia, Always the Same oder Hey Little Girl von John. Und ich wollte euch nur fragen, was mit den Liedern passiert ist. Sind die irgendwie in der Versenkung verschwunden oder kommen die irgendwann nochmal raus? Es gibt viele Lieder, also die wir auch immer noch teilweise dann manchmal so neue Lieder auf die Bühne spielen, die dann aber nie schaffen irgendwie ins Studio, dass man das fertig produziert und dann auch auf eine Platte bringt. Aber ich glaube, irgendwann werden wir wahrscheinlich uns die Zeit nehmen und vielleicht so jeder so ein paar alte Songs aufgraben, die nie wirklich fertig geworden sind und vielleicht eine Platte daraus machen. Ja, von den Songs, die du gerade erwähnt hast, ich glaube nicht, dass es wirklich gute Aufnahmen davon gibt. Vielleicht Bootlegs. Bootlegs. Aber das ist wahr, was er sagt. Guckt bei dem Bootlegger-Markt. Ja. Da gibt es mehr als bei uns leider. Das Ding ist auch, wir schreiben so viel und wir sind alle individuell auch Songschreiber. Ich meine, ich habe in den Alben 3 Lieder gehabt und habe aber zu Hause noch von letzten Jahr 14, 15 Lieder. Mhm. Das heißt, man ist eigentlich immer, als Künstler will man immer weiter, immer vorne. Und deswegen, wir vergessen diese Lieder nicht. Die sind da, aber das ist halt, man guckt immer nach vorne. Das ist halt menschlich. Also und wir machen das auch oft, dass wir die Konzerte einfach Lieder ausprobieren, zum Beispiel, die einen gut gefallen, aber nicht in der Platte geschafft haben. Mhm. Einfach auch Spaß halt. Ja. Und das sind so diese Lieder. Also ich finde, von Maite, also das geilste Lied, das du je geschrieben hast, das ist mein absolutes Lieblingslied, das ist so geil, I Wanna Be Loved. Oh, danke schön. So wunderschön. Dankeschön. Echt. Und ich finde es auch super, dass ihr jetzt so richtig rockig seid. Das ist so cool, voll der neue Style, also gefällt mir total. Dankeschön. Dankeschön. Dass du so ein treuer Fan bist, also muss man auch sagen, ja, wow. Ja, ohne euch wären wir gar nicht hier. Man immer kennt. Schleim, du. Stimmt. Oh nein, Es ist nächste 30 Jahre, das ist gut. Ja, genau. Also wir lernen jeden Tag euch eigentlich mehr zu schätzen. Also, ja, das ist wahr, es gibt wirklich hier in Deutschland... Umso weniger Erfolg, umso mehr schätzen. Es ist wahr, dass das deutsche Publikum uns unglaublich viel gibt und unglaublich treu ist. Ich glaube, es gibt kein treueres Publikum. Und ich will nicht schleimig sein oder so, das ist wirklich wahr. Es ist nicht ohne Grund, warum wir immer noch hier spielen. Also das ist wirklich wahr. Ich sehe das anders. Objection. Die CD? Schon signiert? Die habe ich noch nicht. Ja, die kriegst du jetzt. Das ist aber deine, ne? Aber signiert. Ich will bitte für Sandy draufschreiben. Werden sie machen gleich, ne? Dankeschön. Schön noch. Tschüss. Danke. Tschüss. So, noch einen Anruf nehmen wir noch ran. Hallo. Hallo. Wer ist noch? Nicole aus Marsching. Nicole, du hast eine Frage, schieß los. Ja, also ich bin seit 92 riesen Fan von den Kellys und ich finde sie echt super. Und ich wollte fragen, weil in Köln fand ja eine Messe für ihren Vater statt und ich würde gerne wissen, ob sie damit gerechnet hätten, dass so viele Fans kommen würden. Also wir haben schon mit einer gewissen Zahl von Leuten, die dabei sein wollten, gerechnet. Dass es so voll wird, nicht. Also wir hatten gedacht, gut, die Kirche wird vielleicht sehr voll, aber dass draußen noch mehrere Hunderte stehen bleiben müssen, hätten wir nicht mit gerechnet. Und es ist auch sehr lieb, dass alle, die gekommen sind, dabei waren. Das ist auch von uns ein großes Dankeschön dafür. Mhm. Und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, wie geht's Katie und welche Zukunftspläne hat sie? Katie macht zurzeit ein neues Album, wie wir jetzt gehört haben. Und Kathy, wie ihr wisst, macht seinen eigenen Weg, also wollte auch seit Jahren schon Solo-Karriere machen. Und es ist okay, also dass sie seine Sache tut und wir unsere Sache. Persönlich geht es ihr gut, also ich habe heute mit ihr noch telefoniert und
der Sean vielleicht kommt auf Tour jetzt im Dezember mit, einfach so dabei, so sein, nicht auf der Bühne. Mhm. Und ja, wir treffen uns ab und zu, aber sonst musikalisch sind wir verschiedenen Wege gegangen. Ich habe eine Frage an dich. Du hörst dich so jung an und wenn du seit 92 Fan bist, wie alt bist du jetzt? Ich bin 20. Und dann warst du halt damals? 10 Jahre warst du? Ja, ich, ja, bin ja so ich habe euch blond, meine Cousine. Du warst 10 Jahre alt? Ja, oder 11, sowas. Ja, Wahnsinn. Das ist echt, da war ich 14. Ne, 12. Ich war 12. Oh mein ja, Gott, ich bin alt! Du musst nachsitzen, weiter. Ich kann nicht mal rechnen! Du musst nachsitzen, meinte er. Also, ja. Ich konnte, als ich jung war, auch nicht rechnen. Ich bin Fan, ich bin nervös, okay? Ich hab Leute! Noch eine. Oh, an letzte Frage, ganz kurz jetzt, ne? Eine Frage habe ich noch. Ja, ganz kurz, schön. Und zwar, was machen John und Barbie und wird man sie mit euch nochmal auf der Bühne sehen können oder nicht? Der Johnny ist im Moment, der macht Pause. Der ist ja letztes Jahr geheiratet, wie ihr alle wisst. Und ja, erstmal wissen wir nicht. Wahrscheinlich, vielleicht in die Zukunft kommt er wieder. Wir wollen ihm aber im Moment nicht, man darf ihm ja keinen Druck machen, es muss ihm Freiheit erlauben, wie er will. Es kann sein, dass er in ein paar Jahren wieder da ist oder in ein Jahr, ich weiß nicht, vielleicht auch morgen. Aber der ist hier draußen. Der ist hier draußen, genau. Die Surprise-Show. Nicht so schnell, ja. Okay. Kann alles passieren. Kann alles aber passieren. Im Moment, der macht keine Platte, sondern der versucht das Leben ein bisschen anders zu leben. Und die Barbie auch. Die Barbie macht auch Pause. Aber wie ihr wisst, die macht auch doch die Platten mit und bestimmte Sachen macht sie immer noch mit. Sonst gönnt sie sich einfach eine Pause. Ihr wisst ja selber, wir haben seit Jahren nonstop nur auf Achse, 10 Jahre lang bestimmt 500, 400 Konzerte pro Jahr, zweimal pro Tag. Ihr wisst das besser als wir. Ihr wart ja da. Und man brennt aus. Es gibt Tage, wo du denkst, wow, ich kann nicht mehr. Und ich habe mir auch eine Pause gegönnt für ein paar Jahre. Also, ja, das war schade. Aber er ist wieder da. Jimmy ist back. Keine Pause. So, wir müssen auch eine kurze Pause machen. Ja, ja. Sorry, sonst kriege ich mich. Stopp, ich frage mal. Und zwar, ich komme nach Straubing, München und Rosenheim. Und ich wollte noch wissen, bevor ich euch treffen kann einmal. Einfach finken an der Bühne. Ich muss raus und kriege einfach von meinem Chef Hopp auf den Kopf. Ja, aber können Sie vielleicht für Nicole noch schreiben? Das machen Sie, für Nicole. Okay, einen schönen Tag, Nicole. Danke. Tschüss. Weil wir haben was ganz Wichtiges. Wir haben nicht eine absolute Weltpremiere. Pass auf, auch. Entschuldigung, ich muss mich kaputt machen. Und vor der Weltpremiere, gut, dass du mich daran erinnert hast, danke, Marie. Haben wir nämlich schon das Kultgeschenk. Ja. Das sind Drumsticks, das erkenne sogar ich, der kein Instrument spielen kann. Ist auch so sad. Handsigniert. Aber es sind ganz besondere. Kann man es lesen? Angelo Kelly drauf. Oh, das ist echt cool. Sexy Drumsticks sind grün. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Also das ist das, am Freitag wird es verlost. So. Dann haben wir nämlich doch die Weltpremiere. Hier seht ihr das Video zum ersten Mal, so in voller Länge, ja? Ja. Nee, ich sehe es zum ersten Mal. Danke. Riesenapplaus, Weltpremiere, Kelly Family.